an Steine? Alter, nee, oder? Zählt die rote Karte für immer? Wenn ja, dann fickt er mich ja richtig weg. Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Sonne. Im letzten Part sind wir im Blumenmeer oder im Blumenfeld angekommen oder wie ich es auch immer nennen sollte. Wir haben da ziemlich viel Zeit bei der Meereshöhle verschwendet und wir müssen das Cosmog von Lilly zurückbringen. Und das wird jetzt wohl nicht so das größte Problem sein, oder? Weil das kennt uns ja eigentlich. Deshalb sollte es eigentlich auch gleich mit uns mitkommen. Außer es verhält sich jetzt scheiße. Ah, siehst du, wir haben sie gleich. Du bist mir vielleicht eins. Piu. Danke, Simpson. Und deinem Mitsunda sollte ich wohl auch danken. Warte, ich möchte mich ein wenig erkenntlich zeigen. Heilst du uns? Ja. Dankeschön. Ich habe da einmal etwas Interessantes in einem Buch gelesen. Darin stand, dass sich das Aussehen von Choreogel je nach Art des Nektars, den sie schlürfen, ändert. Habe ich, glaube ich, letztes Mal eh schon gesagt. Bei der Verwandlung, die sie dabei durchlaufen, handelt es sich jedoch offenbar nicht um eine Entwicklung, sondern einen sogenannten Formwechsel. Interessant, oder? Davon gibt es bis jetzt nur ein Pokémon, nämlich Formeo. Jetzt aber schnell zurück in die Tasche, Wölkchen. Nur weil hier nicht so viele Menschen sind, kannst du dich doch nicht gleich so herumtoben. So langsam sollten wir auch weiterziehen. Der Professor macht sich sicher schon Sorgen. Ja, denke ich auch. So, was mich jetzt aber noch interessiert, hinter... Nein, nicht rausgehen. Oh, ich wollte noch was nachschauen. Oh, Tali, moin. Hey, Simpson. Oh, Lilly ist auch mit dir unterwegs. Und was machst du hier, Tali? Naja, ich habe die Prüfung bestanden. Hey, Simpson, ich will rausfinden, ob ich die Prüfung stärker gemacht habe. Und dazu müssen wir kämpfen. Ja, geil. Ja, cool. Gut, dass uns geheilt hat. Aber ich glaube, mit unserem Mitsunda sind wir ziemlich gut dabei. Er hat zwei Pokémon. Und sein Pichu hat sich entwickelt. Ist ja schon mal was, ne? Schauen wir mal, ob er leveltechnisch mit uns mithalten kann. Ich glaube es zwar nicht. Also sein Pikachu... Ja, okay. Ja, gut, Level 13. Sein Pikachu ist eh das Einzige, was uns annähernd schaden kann, weil das Bautz ist jetzt nicht so... Wow. Aber das ist jetzt mal tot. Hat schlechte Verteidigung, deshalb kein Wunder, dass es gleich stirbt. So, und sein Bautz hat sich aber noch nicht entwickelt. Das heißt, es wird noch nicht auf Level 17 sein. Auf Level 14 ist er krass overlevelt. Scheiße. Ja, okay, da kann man jetzt leider nicht so viel machen. Tut mir leid, dass der Kampf schon wieder voll für den Arsch ist. Es wird noch spannender. Ich verspreche es euch. Ich verspreche es euch. Oh Mann, dabei hätte ich dir so gerne gezeigt, dass meine Pokémon sonst noch alles drauf haben. Ich habe keine einzige Attacke gesehen, aber ich kann mir vorstellen, was du hattest. Musst dir keine Sorgen machen. Wir haben beide den Herrscher besiegt, Simpson. Wir sind also ziemlich stark. Ich frage mich aber trotzdem, ob ich jemals gegen OP gewinnen werde. Gute Frage. Ha, ich wusste doch, dass ich auf dich zählen kann, Simpson. Danke, dass du Lilly gefunden hast. Und dir gratuliere ich natürlich zu deiner ersten bestandenen Prüfung, Tali. Bestimmt hast du ein paar feine Attacken vom Stapel gelassen, nicht wahr? Ja, ich auch. Ein bisschen Feuerzahn. Feuerzahn. Und Feuerzahn. Klar! Sicher reibt sich Hala jetzt vor Freude auch schon die Hände. Wie meinen Sie das? Naja, das gehört auch nur zur Prüfung. Wer die Prüfung in einer Insel besteht, der muss danach gegen den Inselkönig bzw. die Inselkönigin im Pokémon-Kampf antreten. Ja, so ist das. Und den Kampf gegen einen Inselkönig oder eine Inselkönigin nennt man dann die große Prüfung. Für jemanden wie mich, der Pokémon-Attacken erforscht, könnte es keine bessere Gelegenheit geben, heftige Pokémon-Kämpfe mitzuerleben. Echt so heftig? Lassen wir doch Taten sprechen. Nichts wie auf nach Lilly. Mit etwas Rückenwind sollten wir Route 3 in Windeseile hinter uns gelassen haben. Okay, in dem Fall geht's jetzt wohl zur Prüfung. Gegen Hala. Bin ich ja gespannt, ob wir die mit einem Pokémon machen können. So, ich halte mein Wort, ich gehe nochmal hierher. Ich glaube, ich habe den falschen Weg eingeschlagen und einen Umweg gemacht. Ich will unbedingt noch wissen, was hinter Wölkchen ist. Also, wo das Cosmog stand, was dahinter ist, weil da gab's noch was. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil das ist nicht umsonst so. Eine TM vielleicht. Aber wenn es jetzt irgendwas ist, wo man wieder mit Tauros vorbei muss, dann wäre das nicht so geil. Aber wir kommen gerade gut voran. Wir haben jetzt eh schon lange keins mehr gesehen. Kein Pokémon.
Obwohl die Encounter-Rate im Vergleich zu sonst oder halt zu den älteren Spielen vergleichsweise hoch erscheint. Was wie gesagt Vor- und Nachteile haben kann. Wenn es einen wirklich krass anpisst, dann kann man ja Schutz reintun. Aber ich mache das aus dem Grund halt nicht, weil ich... So, da müssen wir lang. Ich mache das halt aus dem Grund nicht, weil ich gerne die neuen Pokémon in der Route sehen würde. Aber ich denke, ich werde mal Schutz kaufen, dass sobald ich mir sicher bin, dass ich alles gesehen habe, dass ich dann kein... Ja, wie soll ich sagen, keine Zeit mehr verschwende. Weil ich bin mir jetzt mittlerweile ziemlich sicher, dass es hier Wommel, Choreogel und Baumwoll gibt. Mehr nicht. Das wird wahrscheinlich alles gewesen sein. Und ein Item. Nämlich der Giftstich, der verstärkt Giftattacken. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Ey, hier kann man was mit dem Sucher machen. Wurde gerade angezeigt. Der Pokémon-Sucher wurde aktiviert. Okay, und was kann man jetzt hier genau machen? Oh, da sind Pokémon. Geil. Kann man irgendwie auch ranzoomen? Das ist ein nices Foto. Vielleicht wenn sie so nochmal dann so... Ungefähr in der Mitte von beiden. Wenn das Wommel sehr nahe ist, dann können wir es noch fotografieren. Das Choreogel in der Mitte und das Wommel so... Wenn es nahe ist. Jetzt sehr kommt so ungefähr. Sehr ordentlich. Dankeschön. Also da kann man... Schöne Posen herausfinden. Ich warte jetzt noch kurz, bis da ist und so. So, der Film ist wieder ausgegangen. Mal schauen, wie viele Likes wir darauf bekommen. Gleich mal auf Instagram teilen. So, welches wollen wir? Das finde ich cool. Das nehmen wir das letzte. Jo, das soll ausgestellt werden. Nice. Likes. Oha. Oha. 2266 Likes. Ja, das ist ja krass. Ich will auch so viel auf meine Instagram-Bilder haben. OMG, wie geil. Oh, mein Pokémon-Sucher ist jetzt auf Version 2. Jetzt gibt es eine Zoom-Funktion. Ja, perfekt. Genau sowas brauche ich. Um gute Fotos zu schießen. Können wir da so runter? Ne, leider nicht. Ah, komm. Da müssen wir jetzt hier irgendwie vorbei. Aber jetzt gibt es halt leider wieder die wilden Pokémon, ne? Hier wäre der Schutz wesentlich sinnvoller als in der Höhle gewesen. Eindeutig. Aber das soll jetzt nicht unbedingt das größte Problem sein. Wir sind ja jetzt gleich draußen. Das sind nur noch zwei vergleichsweise kurze Felder. Okay, aber wenn so schnell eins kommt, dann ist es dann doch wieder ein bisschen zäh. Meine Hoffnung ist, dass es dadurch belohnt wird. Also, dass ich keinen Schutz benutze. Ich hoffe, das wird dadurch belohnt, dass ich ein Shiny finde. Wobei, ich habe schon von der neuen Shiny-Methode, also... Warte, wir kommen da ja gar nicht mehr hoch, ne? Oh Gott, ich bin falsch gegangen. Nein, wieso bin ich so blöd? Wieso nur? Gibt's nicht irgendein Item, das Pokémon abhält oder so? Das wäre auch noch ganz praktisch. So ein Bandsticker war es, glaube ich. Ach komm, jetzt ist die Encounter-Rate aber wirklich ein bisschen zu hoch, oder? Ich meine, ich darf nicht mal drei Schritte gehen, ohne dass gleich ein Pokémon kommt. Und vor allem immer so die gleichen. Oh, kein Shiny. Also, zur neuen Shiny-Hand-Methode. Da nutzt man jetzt schon die neue Funktion, nämlich das mit den Hilferufen. Man macht das einfach so lang. Also, man schwächt ein Pokémon. Und... Oh, danke. Man schwächt ein Pokémon. Und dann lässt man es so lange Hilfe rufen. Also, das Pokémon ruft dann um Hilfe. Wenn was kommt, killt man das neue Pokémon. Und dann wartet man wieder, bis es Hilfe ruft und so. Und das macht man so lange, bis ein Shiny kommt. Soll anscheinend gar nicht mal so schlecht funktionieren, habe ich gehört. Also, ich werde auf jeden Fall ein paar Shinies hunten nach dem LP. Ich mache es jetzt deshalb noch nicht, weil wir sonst durch die besiegten Pokémon ja EP bekommen würden. Und dann werde ich noch overlevelter, als ich eh schon bin. Also, das ist so eine Sache. Wir gehen jetzt hier einfach mal gediegen weiter. Das soll jetzt uns... nicht mehr wirklich aufhalten. Ah, hier ist noch ein Kollege. Man kennt mich als den Profi der roten Karte. Und ich möchte vor deiner Stärke erzittern. Ich werde dir gegenübertreten, sobald du sämtliche Trainer auf Route 3 bezwungen hast. Okay, das ist wohl... Der scheint aber ein bisschen bescheidener zu sein, als irgendwie dieser Typ von der Schule.
Wenn ich dich und deine Pokémon so auf Reisen sehe, geht dir einem alten Züchter wie mir das Herz auf. Ich danke euch. Hier, das ist für dich. Was bekomme ich? Sanftglocke ist echt nicht bad. Ja, da wird's schneller zutraulich. Da hinten ist eine TM. Ich will die TM. Aber die werden wir irgendwann bestimmt noch bekommen. Da bin ich mir sicher. Also, hier können wir auch direkt flüchten. Ich glaube kaum, dass es hier neue Pokémon gibt. Aber eigentlich sollten wir alle Trainer besiegt haben, ne? Außer Route 3 ist noch nicht ganz fertig. Was natürlich auch noch möglich ist. Ich werde auf jeden Fall zu dem Kollegen zurückkehren. Coole Brücke. Oh, und da haben wir schon den nächsten Trainer. Und der scheint einen Fukano einzusetzen, wenn er schon vor dem redet. Das ist ziemlich schlecht. Da können wir nämlich unsere Step-Attacke nicht einsetzen. Halt können schon, aber ich glaube Fukano und Feuerfänger. Außer es hat jetzt Bedroher. Also die zwei Fähigkeiten kannst du haben, Feuerfänger oder Bedroher. Wenn es Bedroher hat, dann hat sich das eh schon erledigt und bei Feuerfänger ebenso. Jetzt hat Feuerfänger. Also machen wir Schlecker. Und hoffen, dass es paralysiert wird oder so. Kack. Oder dass es mehr abzieht. Aber es ist auch paralysiert, deshalb lasse ich das auch mal so durchgehen. Vielleicht ein Volltreffer oder so. Weil das könnte jetzt nur ein nerviger Kampf werden. Oh nein, die Glut, die zieht mir so viele Leben ab. Wenn ich jetzt... Verbrennung. Das wäre sowieso das Beste, aber es geht ja gar nicht mehr. Seit... Dein Ernst. Boah, sorry. Bin immer noch erkältet. Da ist ein Hustenanfall nicht unüblich. Gibt wieder ein paar EP. Nee, pflegen müssen wir jetzt nicht. Der Wohnwagen bekommt Level 15. Ja! So, vielen Dank für die Erfahrungspunkte. Lili ist gleich da hinten. Oh, und hier ist noch ein Item. Geil. Gibt es hier noch irgendwas Nützliches? Mal ein paar Trainer oder was weiß ich was. Da gibt es noch Bären. Ich mache es jetzt mal mit Tim und umgehe das hohe Gras, weil wir die Pokémon eh schon gesehen haben. Bären gibt es hier mehr als genug. Es sind immer drei auf einmal. Und diese Häufchen, wie sie da liegen, finde ich auf jeden Fall um einiges besser als die Sträucher von damals. Muss ich sagen. Weil die Sträucher haben damals immer richtig angepisst. Der will nicht kämpfen. Hallo, du wohnst in der Gegend hier, oder? Ich hätte eine Bitte an dich. Würdest du mir kurz zuhören? Will der wieder irgendein Pokémon? Oh, vielen Dank. Die jungen Leute in Alola wissen eben noch, was Gastfreundschaft ist. Ich bin hier gerade in den Flitterwochen, aber seit meine Süße neulich zum ersten Mal den Wuffels gesehen hat, redet sie von nichts anderem mehr. Sie ist völlig verrückt nach seinem zackigen Fellkragen und seinem buschigen Schweif. Am Tenkarat-Hügel gibt es offenbar jede Menge Wuffels, aber ich kenne mich hier nicht aus. Deshalb meine Bitte, würdest du für mich zum Tenkarat-Hügel gehen und eins fangen? Dann könnte ich einen Blick auf deinen Pokédex werfen und mir selbst eins schnappen. Du bekommst natürlich auch eine Belohnung für deine Mühen. Also, was sagst du? Bitte hilf mir. Okay, das ist jetzt genau der Verlobte von der einen da, die das Wommel sehen wollte, aber ich weiß leider nicht, wo der Tenkarat-Hügel ist. Und warum schaue ich eigentlich gerade... Wobei haben wir Wuffels im Pokédex? Ich weiß es nicht. Nur weil es der Professor eingesetzt hat, heißt es nicht, dass wir es automatisch haben. Ich schaue jetzt mal kurz. Tenkarat-Hügel. Route 3... Route 2. Ich sehe hier nichts von dem Tenkarat-Hügel eigentlich. Das ist auch Holy City. Ja. Auch Holy Stadtrand. Doch, da, der Tenkarat-Hügel. Ja gut, aber da kommen wir ja nicht hin. Da ist ja die Brücke eingestürzt. Außer, da ist die Prüfung. Und die Brücke wurde wieder hergestellt. Das ist möglich. Das ist sehr gut möglich. So, jetzt schauen wir mal, weil der sollte jetzt kämpfen wollen, oder? Hast du etwa alle Trainer auf Route 3 besiegt? Damit bringst du mein sanftes Herz noch eher zum Beben als ein frischer Frühlingswind. Wollen wir anfangen? Es war ein Kampf, der unser beider Herzen zum Beben bringt. Oh ja, eine erfreuliche Antwort. Der Profi der roten Karte wird sich dir nun in den Weg stellen. Der roten... Warum eigentlich die rote Karte? Rote Karte, das ist ein Ass-Trainer. Lass mich mal überlegen. Das ist sehr schlecht.
Ein Wuffels ist mit Abstand das Schlechteste, was uns passieren kann, weil wir nur mit Feuer kämpfen. Aber ich greife jetzt trotzdem mal mit Step an. Aber ich muss gerade überlegen, die rote Karte, was könnte die... Was ist denn die rote... Warum heißt der Trainer der roten Karte? Zeig mir die... Es hat... Scheiße. Es hat das Item. Tarnsteine? Alter, nee, oder? Zählt die rote Karte für immer? Wenn ja, dann fickt er mich ja richtig weg. Dieser Typ ist ein Genius. Warte, jetzt schauen wir. Zählt das für immer, die rote Karte? Au. So, mal schauen. Nee, zählt nur einmal. Aber Alter, das ist richtig Genius. Eine rote Karte und Tarnsteine, damit man mindestens einmal wechseln muss. Ja, Trump ist mir eh egal, ob der stirbt oder nicht. Ich mach den nachher eh mit Zunder fertig. Aber das ist richtig taktisch, Mann. Das gefällt mir. Man hat ja gesagt, die Trainer werden taktischer. In, wie heißt's? In Sonne und Mond. Und jetzt merke ich schon was davon. Nämlich eine rote Karte plus Tarnsteine. Das ist Genius. Das ist richtig Genius. So, Feuerzahn, dann bist du tot. Und tschüss. So, was hat er noch? Wuffels ist vom Typ Gestein. Normal, glaube ich. Normal Gestein. Der Abfall kriegt Level 15. Ja, Säurespeier brauchst du... Wobei... Was ist Säurespeier nochmal? War das gut? Ja, war sogar gar nicht mal so schlecht. Ja gut, Giftwolke brauchst du nicht. Ich hasse Giftwolke. Weil das so asozial ist. So, noch ein Fleckmon. Der will mir wirklich alles vorsetzen, was gegen mich effektiv ist, ne? Da habe ich jetzt gerade irgendwie die Arschkarte gezogen, aber ich bin jetzt zum Glück vom Level her sehr weit oben. Dem baller ich gleich mal Schlecker rein. Der hat auch eine rote Karte. Ich krieg's kotzen. Oh, das kassiert jetzt erstmal wegen den Tarnsteinen, aua. Gähner. Jetzt macht er Gähner, damit ich wechseln muss. Dieser Typ ist einfach nur ein genialer Trainer. Ich muss es so sagen. Super Schall, los, bitte triff. Was ist der Tempomacher? Es ist jetzt meine Schuld. Ich habe nicht gewusst, dass es Tempomacher hat. Das ist jetzt wirklich meine Schuld. Da gönne ich mir direkt einen Aufwecker, weil, wobei ich kann eigentlich auch wechseln. Wobei, es macht bestimmt eine Aquaknarre. Mann, das ist gerade richtig scheiße. Ich versuch's mit dem Widerhall einfach. Ich mach jetzt einfach gar nichts und schau, was er macht. Er hätte sogar Konfusion gemacht, also ich hätte wechseln können. Theoretisch. Mal schauen, wie lange wir schlafen. Lol, jetzt schon wieder aufwachen. Hüskigi. Ich glaube, wenn man Widerhall öfter hintereinander einsetzt, dann zieht's auch mehr ab. Also wird das jetzt ein bisschen mehr abziehen. Es ist halt speziell, ne? Und Vogel-Pokémon greifen meistens nicht speziell an. Aber er will mich nochmal einschläfern. Und das ist sein Todesurteil, weil jetzt mache ich ihn so krass fertig. Mit Widerhall nochmal zum dritten Mal. Dass er zwar nicht sterben wird, aber auf jeden Fall ordentlich kassiert. Und jetzt bringt er mich um. Das war so dumm, dass er nochmal Gähner gemacht hat, weil er mich gleich umbringen hätte können. Ja, man merkt, unsere Pokémon sterben reihenweise, aber das sind ja nur die Opfer, die wir nicht benutzen. Und wir benutzen ja eigentlich nur unseren Starter, aber der wird halt durch die Steine richtig weggefickt. Das ist das Problem. Jetzt benutzt er noch einen Trank, der Wichser. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, aber ich denke, der macht jetzt auch nichts aus, oder? Der sollte jetzt so ein Schlecker noch sterben. Zumindest bin ich mir da ziemlich sicher. Oder? Nice. Also der Trainer gibt's mir richtig, da habe ich wohl endlich mal den falschen Starter. Weil mit Bautz wäre das hier wesentlich einfacher gewesen. Du warst auf jeden Fall ein sehr guter Gegner. Obwohl du leveltechnisch komplett unterlegen warst, hast du taktisch sehr gut gekämpft. Ein hervorragender Kampf. Ich fühle mich so erfrischt wie ein blauer Himmel nach einem tosenden Sturm. Diese ist eine Erinnerung an unseren Kampf. Nimm diese rote Karte an dich, du hast sie dir verdient. Vielen Dank. Jetzt kann ich online auch Leute abfacken. Wird der Träger der roten Karte getroffen, wird der Angreifer des Platzes verwiesen. Auf den anderen Routen Alolas findest du ähnliche Trainer wie mich, die auf der Suche nach wahrer Stärke sind. Ich denke, es wäre ein erstrebenswertes Ziel, auch jeden Suchenden gemeinsam mit deinen Pokémon die Stirn zu bieten. Oh ja. Ich glaube, die werden noch sehr interessant, diese guten Gegner. Weil die sind halt nicht nur gut, sondern
irgendwie sehr gut im Vergleich zu den anderen. Das ist unglaublich. Ich weiß halt nicht, kann ich mich hier auch irgendwo heilen? Das wäre noch ganz praktisch, ne? Wir gehen jetzt einfach mal nach Lili. Es wird da schon irgendeine Heilmöglichkeit geben. Wenn nicht, ist es lächerlich. Hallöchen. Du und dein Team habt die Prüfung bestanden. Ich bin gespannt, welche Attacken ihr von nun an mit ganzer Kraft einsetzen werdet. Also, ich bin zwar kein Trainer, aber sogar mir ist klar, dass das eine großartige Leistung war. Schon wieder das Wölkchen in der Tasche. Hala, der Inselkönig von Mele Mele ist sehr stark. Er ist ein wahrer Meister im Umgang mit Kampf-Pokémon. Gegen die kommt man am besten mit Flug- oder Psycho-Attacken an. Und ich habe keins von beiden. Das ist schlecht. Moin, Hala. Wie geht es dir? Gehen wir zu Hala. Er ist irgendwo in die Lii. Brutz. Ja, ich überlege jetzt gerade. Soll ich heilen ganz normal, oder? Alter, ich brauche meine Opfer eigentlich, ne? Okay. Leute, um es spannend zu halten. Im nächsten Kampf geht es wohl gegen Hala ran. Außer er hat noch eine Prüfung für uns, dann machen wir die zuerst. Auf jeden Fall wird der nächste Part sehr spannend. Wir werden wahrscheinlich den Inselkönig bekämpfen. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein bei Pokémon Sonne. Bis zum nächsten Mal und ciao.